Ja, hi. Ihr hattet heute Premiere. Wie fühlt ihr euch? Great. Prima. Amazing. Sehr, ja, sehr gut. Ja, sehr ja. Glücklich und entspannt. Ja, ihr spielt ja noch nicht allzu lange zusammen. Wie habt ihr zusammengefunden? Also, Daphne ist mein Projekt. Und ich spiele schon eine Weile alleine als Singer-Songwriterin. Und ja, und dann habe ich Guy gefragt, ob er in meiner Band spielen will. Ja, erzähl mal. Das ist die ganze Story. Und dann habe ich Hanni gefunden. Und dann hat Guy Simon gefunden. Ah ja, habt ihr irgendwie die sozialen Netzwerke dazu benutzt oder wie habt ihr euch kontaktiert? Soll ich erzählen? Ja, ja. Also Guy ist auch Produzent und wir haben mal überlegt, ob wir was zusammen produzieren. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir uns so gut verstehen, dass wir auf jeden Fall noch... Dass wir nicht bei mir produzieren wollten. Wir haben dann nicht zusammen produziert, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann haben wir beschlossen, dass wir zusammen in der Band spielen wollen. Und Hanni habe ich über Telegram gefunden. Ja, das war echt ein guter Zufall. Was? Weil ich Hanni schon... Aber nicht übertrieben. Ja. Du warst ja heute an Drummer warst du heute, ne? Ja. Aber ich weiß auch, oder ich habe gesehen, bei, weil ich ja auf Telegram so ein bisschen rumrecherchiere, spielst ja auch Gitarre und singst, ne? Ja. Bist du so eine Art Multi-Instrumentalist oder? Ich spiele jedes Instrument ein bisschen. Ja, ein bisschen, also nichts davon ist gut, oder? Ich denke. Ist gut, aber ist vielleicht nicht sensationell. Aber ja. Er spielt sehr gut. Ja. Du hast ja jetzt schon eine EP rausgegeben, ne? Ist das jetzt, läuft das unter unter deinem Solo-Projekt oder ist das Band-Projekt? Also, das ist quasi eine EP mit der Band, aber es ist nicht diese Band. Aber es ist sozusagen mein Solo-Projekt ist jetzt ein Bandprojekt geworden. Ah ja. Ja. Okay. Habt ihr noch weitere Auftritte geplant? Ja, wir spielen im Westberg im September. Ja. Und dann noch Besser Leben spielen wir auch bald. Und genau. Ja. Ja gut, was habt ihr für ein Feeling, was jetzt die Band angeht? Ist ja alles sehr frisch. Habt ihr da so eine Aufbruchsstimmung oder habt ihr ein gutes Gefühl? Es ist eine blöde Frage vielleicht. man kann ja nichts Schlechtes jetzt sagen, ne? Es ist wie Dating, ne? Ja. Das ist halt so am Anfang, es ist sehr schön und man guckt noch, wo es hinführt. Ja. Aber wir sind in erster Beziehung. Ja. Hast du Gesangsunterricht damals gehabt oder irgendwas? Ja, ich habe tatsächlich lange Musical gesungen. Kommt so ein bisschen daher. Ja. Und genau. Und dann bin ich irgendwann so in den Pop-Bereich umgestiegen. Musical richtig professionell? Semi. Semi. In Leipzig hier oder war das? Nee, in Köln. In Köln. Ah, ja. Tja, okay. Simon, sag mal was. Ja. Cheers. Ich wünsche euch viel Erfolg, ja, für euer Projekt oder für euer weiteres Wirken, ja. Dankeschön. Danke fürs Vorbeikommen. Ja, gerne. Hat uns Dankeschön. Gefallen.